mir Nachhilfe hole. Ich hab Mathe eine 5 minus! Oh mein Gott, heute gibt's Zeugnisse! Ach Mist, ich hab voll vergessen, dass wir heute Zeugnisse bekommen. Ich geh jetzt einfach mal runter. Mal sehen, ob Mama und Papa bemerkt haben. Oh, hallo mein Schatz. Heute gibt's Zeugnisse. Juhu! Also, ihr wisst, ihr kriegt eure Zeugnisse und ich bin begeistert eigentlich. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ach ja, bevor ich euch die Zeugnisse gebe, gebe ich euch den Stundenplan. Heroes und wie ihr seht, haben wir in der Montag die ersten 3 Stunden Mathe. Juhu! Juhu! Ich sehe die Begeisterung in euren Augen. Siehst du aus meinen Augen? Nein, ich sehe nichts in deinen Augen, aber ich sehe in deinem Gesicht etwas, nämlich Hässlichkeit. Also wirklich, sowas sagt man nicht. Entschuldigung! Jetzt gibt es die Zeugnisse und ich rufe jeden auf und es gibt ein ordentliches Klatschen. Bei jedem. Und was ist, wenn es ein unordentliches Klatschen ist? Als erstes Lara Abinski. Lara, ein sehr schönes Zeugnis. Du hast einen 2er-Durchschnitt. Daumen nach oben. Danke. Wow, ich habe ein richtig cooles Zeugnis bekommen. Meine Eltern freuen sich bestimmt. Rose Butterfly, bitte. Rose, bei dir würde ich sagen, es ist sehr gut, aber in Mathe würde ich nachdenken, ob ich mir Nachhilfe hole. Ich habe Mathe eine 5 minus! Lukas Cardriff. Weiß. Ich habe bestimmt ein gutes Zeugnis. Zucker, Zucker. Ja, dieses Jahr hast du dich voll angestrengt, wenn ich drauf gucke. Ich habe Mathe eine 1, eine 1. Irgendwas stimmt nicht. Rose hat doch nicht in Mathe eine 5 und er eine 1. Oh, Rose, Lukas, tausch mal eure Zeugnisse. Ich habe sie leider vertauscht. Was, wirklich? Oh mein Gott, das heißt, ich habe ja ein besseres Zeugnis. Juhu, ich habe in Deutsch eine 1 minus, in Mathe eine 1, in Sachunterricht eine 2 plus und in Englisch eine 1. Oh mein Gott, wie cool. Ach, bei mir hat sich nichts geändert. Hab wieder eine 5 minus in Mathe, in Deutsch eine 4. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, bevor ihr wegschaltet. Ich hoffe, ihr werdet sehr schöne Zeugnisferien haben. Ich weiß nicht, Erwachsene werden jetzt Zeugnisferien haben, aber an alle Kinder da draußen, die uns zuschauen, schöne Zeugnisferien euch. Und da ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt oder das Video euren Freunden zeigt oder uns abonniert. Folgt uns auch super gerne auf Instagram. Da heißt es 3_butterfly_. Ciao, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Zeugnis. Falls nicht, wird es das nächste Mal bestimmt besser. Viel Glück!